Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii. Wir sind hier in Part 5 und damit ist der erste Part mit einem Retro Cup. Und dann gehen wir schnell mal in den Grand Prix, gehen schnell mal auf 150 Kubikzentimeter und wählen schnell mal einen leichten Charakter aus, der einmal knochentrocken sein könnte. Knochentrocken hat graue Autos. Welches Ding sieht in grau auch noch ganz okay aus? Ich würde sagen, der Kugelwilli sieht in grau auch noch ganz schick aus. Wir fahren natürlich wieder manuell, das heißt, ich werde wieder verkacken, ist mir aber Wurst. Wir fahren den Panzer Cup. Und da ist, ja, eine meiner Lieblingsstrecken drin, obwohl sie einfach stinklangweilig ist. Also da passiert voll wenig, aber ich mag sie trotzdem voll gern. Es ist die Yoshi's Garden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie liebe ich diese Strecke. Es ist vielleicht sogar meine Lieblingsstrecke dieses Spiels, wenn man Koopa Cup und, also Koopa Cup und Blätterwald aus den neuen Strecken und Peach Beach und, ja, der DS Schlossgarten und, ja, der Koopa Cup sind für mich eigentlich meine Lieblingsstrecken dieses Spiels, wenn ich Lieblingsstrecken nennen sollte. Und natürlich ein paar Nintendo 64 Strecken, die beim letzten Mal schon erwähnt. Aber diese Strecke hier habe ich auf dem Gamecube schon geliebt. Und bin deswegen auf Wurst. Der ist. Boah, der ist der lahmarschig. Ich habe vergessen, dass ich wieder driften muss, weil ich jetzt den letzten Part gerade eben aufgenommen habe, ohne zu driften. Vielleicht noch eine Sterne hätte ich mich direkt einsetzen sollen, ich weiß. Aber kein Ding. Ich kann auch so auf Platz 1 fahren. Runde 2 sollte man zwar eigentlich über rechts fahren. Weil dann hier normalerweise das Wasser. Nee, in Runde 1 sollte man lieber rechts fahren. In Runde 2 ist das Wasser hier perfekt. In Runde 3, je nachdem wie schnell ihr da seid. Macht so ab und an Sinn, wenn ihr rechts fahrt, weil dann teilweise das Wasser da so tief ist, dass ihr da ohne Pilz nicht gut durchkommt. So, sehr schön. Weit so gut. Ich gehe jetzt auch das Risiko nicht ein, weil man sieht hier gerade, wie gut kommt. Und links wäre man jetzt ziemlich tief im Wasser gewesen. Außerdem wollte ich euch ja eh die meisten Wege dieser Strecke zeigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, das war ja so typisch, ne? Das ist so typisch. Es ist so typisch. Und wie viel überholt uns noch? Ja, sind immer noch Zweiter geworden. Das ist so typisch. Da bist du das ganze Rennen lang souverän Erster, ohne auch nur die kleinste Anzeichen zu machen, dass irgendjemand rangelassen wird. Machst keinen Fehler, nichts und dann 2 Zentimeter vorm Schluss kommt der blaue Panzer und natürlich genau in dem Moment auch noch der Baby Bowser einen roten Panzer, den er dann abschießen kann, weil wir verlieren ja unsere Items durch den blauen und trifft uns dann nochmal und schon normalerweise fällt man dann gleich 4 Plätze zurück. Es ist ein Unding. Ich finde, Nintendo, ich meine, das findet jeder, 99% aller Spieler auf der gesamten Welt sagen das, aber Nintendo ist da vollkommen, als wenn die den, ist doch sowieso scheißegal, was die Spieler denken. Das Spiel wird doch gekauft, warum sollten wir dann was ändern? Warum sollten wir denn auf die Leute hören? Die kaufen das doch eh. Dass man einfach mal den blauen Panzer in der letzten Runde ausmacht. Oder zumindest in der letzten halben Runde, dass er dann einfach nicht mehr in den Itemkästen auftaucht. Vor allem, wenn es hier im Singleplayer um die verkackten Sternenränge gibt. Wenn es hier im Singleplayer um die Sternenränge geht, das ist doch 90% aller Gründe, warum man dann keinen 3-Sterne-Rang bekommen hat, ist doch der blöde blaue Panzer. Da gibt es doch mal fast nie einen anderen Grund für. Items, deswegen fahre ich oben rum. Normalerweise würde ich euch empfehlen, in der ersten Kurve unten rum zu fahren. Wir haben allerdings kein Item gekriegt, das heißt, ich hätte lieber unten rumfahren sollen. Am zweiten seid ihr nicht schnell genug, um unten rumzufahren, seid ihr habt einen Pilz. Beim dritten solltet ihr wieder unten rumfahren. Ist mein Tipp an euch. Also wenn ihr ein Item habt, dann beim ersten Wasserfall unten rum, beim zweiten Wasserfall oben rum. Beim dritten wieder unten rum. Ich habe jetzt zwar kein Item, gehe aber auf Risiko. Wenn ich Baby-Luigi jetzt einen roten kriege, war das eine Fehlentscheidung. Ansonsten kriegt man hier schon wieder den nächsten. Und er kriegt einen roten, aber wir waren zum Glück schnell genug.
wenn jetzt kein Blauer kommt, was hier sehr selten der Fall ist, weil die Strecke extrem kurz ist, super Erster. Und Baby Bowser ist extrem weit hinten, Platz 9, was uns einen guten Punktevorsprung geben sollte, nämlich von 7 Punkten. Da hat man eben übrigens auch gut gesehen, dass im Einzelspieler Mario Kart die Rennen nicht zu Ende simuliert werden. Ja, das habe ich ja in anderen Mario Kart schon angesprochen. Das ist, glaube ich, in jedem Mario Kart bislang so gewesen. Ich verstehe einfach nicht, warum. Also, an der Leistung der Konsole kann es nicht liegen. Das kann die Wii auf jeden Fall, das Ding zu Ende simulieren. Und zwar muss ich es mal ganz kurz erklären, was ich damit meine. Wir sind Erster, schießen noch kurz bevor wir ins Ziel sind, einen Grünen nach hinten. Baby Luigi wird getroffen. Normalerweise würden dann Luigi und vielleicht sogar noch der dahinter ihn noch überholen. Hat man eben auf der Map noch gesehen, dass Baby Luigi noch am Schleudern war, während Luigi schon auf seiner Höhe war. Also normalerweise wäre Luigi Platz 2 gewesen, vielleicht der hinter Luigi noch Platz 3 und Baby Luigi erst als Vierter ins Ziel gekommen. Allerdings ist das Rennen quasi in der Sekunde vorbei, in der ihr die Ziellinie überschreitet. Das heißt, dann macht das Spiel quasi einen Cut und guckt auf die Map, wer auf welchem Platz ist, und dann wird der Abnehmen entschieden. Das heißt, sobald der letzte Spieler die Ziellinie überquert hat, ist das Rennen abgebrochen und der Rest wird nicht zu Ende simuliert, sondern das Spiel bricht einfach ab und guckt die derzeitige Position ab. Das ist ganz oft so, dass ich zum Beispiel als Platz 1 kurz vor der Ziellinie noch eine Bombe lege, Platz 2 und 3 da reinbrettern und man sieht auf der Map ganz klar, dass Platz 2 und 3 in der Luft sind und Platz 4 und 5 schon fast auf deren Höhe. Das heißt, die müssten die auf jeden Fall überholen, tun sie aber nicht. In der Gesamtwertung sind trotzdem die beiden, die in der Bombe waren, sind dann im Endeffekt trotzdem auf Platz 2 und 3, obwohl sie das niemals geschafft hätten, dann noch das Ziel zu überqueren, weil das Spiel einfach nicht zu Ende simuliert. Das ist eine Sache, die meiner Meinung nach in Mario Kart 8 auch geändert werden müsste, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo da auch Einsicht betreibt. Das werden die, sowas checken die gar nicht. So viel Verstand traue ich denen momentan echt nicht zu, bei dem, was die momentan alles für Sachen abziehen. Spiele sind ja echt das Einzige, was die gut machen. Alles andere ist ja... Also wenn die nicht Mario und Zelda und so einen ganzen Quatsch als Exklusivtitel hätten, dann würde es, glaube ich, fast momentan auf der Erde fast keinen geben, der eine Nintendo-Konsole kaufen würde. Also wenn diese ganzen Mario, Donkey Kong und Zelda-Spiele und Pikmin-Spiele und so einen ganzen Kram nicht alle Nintendo-exklusiv wären, dann gäbe es ja momentan überhaupt keinen Grund, auch nur annäherungsweise über eine Nintendo-Konsole nachzudenken. Gott! Wenn ich hier keinen Drift richtig gemacht habe. So. Geht jetzt ein bisschen besser. Ich schubst dich zur Seite. Oh, und schon habe ich wieder die Drifts verkackt. Ist einmal raus aus den Drifts, ne? Einmal. Bombe nach hinten legen ist immer safer als nach vorne werfen. Man weiß nie, von welcher Wand die abbreiten, dann trotzdem noch vor deiner eigenen Karre fliegt. Nein, da habe ich das mal nicht geschüttelt. Oh Gott, ich bin so dumm. Warum habe ich das nicht getan? Sonst wären wir jetzt Erster. Oh Gott. Warum kriege ich jetzt auf Platz 2 immer Bomben? Das ist normalerweise voll selten. Platz 2 eine Bombe kriegt man so gut wie nie. Oder hat dieses Kart hier gute Itemwerte? Kann natürlich sein. Sie ist ja auch schon Kugel für die als Kart. Das heißt... quasi mit der stärkste Item, was es so gibt. Oh, das war gerade noch den blauen Panzer entkommen, mit dem wir über die Ziellinie gefahren sind. Damit jetzt schon 10 Punkte Vorsprung. Das heißt, wenn wir im letzten Rennen besser als Platz 8 werden, sollten wir auf jeden Fall den Goldpokal haben. Naja, was lässt sich dazu groß sagen? Es ist ein SNES-Strecke original, glaube ich. Und, naja, deswegen das Remake natürlich auch sehr eckig und kantig und, ja, hat das Beste draus gemacht. Allgemein sind die SNES-Remakes für mich hier alle nicht gut gelungen, weil man hat natürlich die Strecken extrem in die Breite und in die Länge gezogen, wodurch man halt, naja, wodurch der Flair, den diese Strecken damals auf dem SNES hatten, nicht mehr so ganz rüberkommt, weil die Strecken sind halt einfach total, die sehen halt sehr, sehr leer aus, dadurch, dass die so in die Breite und in die Länge geschoben wurden. Arschloch! Dadurch, dass die so in die Breite und die Länge gezogen wurden, sehen die halt extrem leer aus. Und das nimmt halt so ein bisschen den Flair von den Strecken. Deswegen mag ich auch alle SNES oder Game Boy Advance Remakes von diesem Spiel nicht so gern. Auf dem DS hat man sie nicht so in die Länge gezogen, dafür waren sie dann halt so schnell, so mega schnell vorbei.
Also man hat da noch nicht so wirklich die richtige Methode gefunden, diese Strecken halt wirklich gut zu remaken. Vielleicht hat man dann Mario Kart 8 eine neue Idee. Das hier ist auf jeden Fall ein Remake von der, ja, N64-Strecke Marios Rennpiste. Für mich damals eine der langweiligsten Strecken auf dem Nintendo 64. Deswegen finde ich schade, dass man ausgerechnet dieses hier geremaked hat. Allerdings kann man es auch positiv sehen und sagen, dann müssen sie das nicht mehr später remaken. Weil hier ist halt fast nichts. Hier stehen an der Seite diese Piranha-Pflanzen, die nicht mehr nach dir schnappen, sondern einfach nur stupide da rumstehen und dann ist hier dieser Tunnel. Ansonsten hat diese Strecke nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts an fordernder Sachen drauf. Also war damals auf Nintendo 64 schon eine der langweiligsten Strecken und ist jetzt auch heute im Remake auf der Wii immer noch eine der langweiligsten Strecken. Finde ich schade, dass man ausgerechnet die Remake hat. Es gibt so viele gute Strecken auf Nintendo 64. Oder es gab so viele gute Strecken auf Nintendo 64. Mario Kart und ja. Gibt bessere Entscheidungen, aber egal, dafür gibt es diese Strecke mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht in Mario Kart 8 und das ist ja auch schon mal eine positive Nachricht. Weil hier ist halt einfach nichts, ne? Hier ist kein Hindernis auf der Strecke, nichts. Das Einzige, was schwierig sein könnte, ist eventuell die Kurven, aber da gibt es ja noch nicht mal irgendeine Schlucht, wo man reinfallen kann. Und man kann auch noch mega abkürzen da hinten vor dieser Röhre, wenn man mit dem Pilz darüber düst und hier rechts mit dem Pilz darüber düst, wie ich es gemacht habe. Also. Da hat man auf dem 3DS wesentlich bessere Entscheidungen getroffen für Remakes von N64 mit Koopa Cup und Kanimari-Wüste. Die sind auf jeden Fall wesentlich geiler, die beiden Strecken. Naja, immerhin haben wir hier noch die Bowser-Festung von N64 als Remake. Was eine der coolsten Strecken vom N64 war, und das gleicht das Ganze ein bisschen wieder aus. Das war auch schon wieder dieser Cup. Sparen wir das ganze Vorgeplänkel. Wir haben einen Goldpokal gekriegt und sogar noch einen Sternrang dazu. Ja, gut. Mehr ist nicht drin gewesen, weil wir keine 60 Punkte hatten, aber das war ja auch nur Betrug, dass wir keine 60 Punkte haben. Ist ja vollkommen Wurst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.